Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Zum Ende dieser Woche habe ich heute mal das Thema genannt, gute Ratschläge erhalten oder man könnte auch sagen, guter Rat ist teuer. Nun, wir lesen Folgendes in 4. Mose 27, Vers 5. Mose brachte ihre Sache vor den Herrn. Wir hatten uns damit beschäftigt, dass das Volk gezählt wurde und da musste dann entsprechend dann danach entschieden werden, wer wo welches Land bekommt und so weiter. Und wie es immer so ist, wenn es was zu verteilen gibt, dann fühlen sich auch ganz schnell Leute ungerecht behandelt. Hier nun einige Frauen, die sich da ungerecht behandelt fühlen. Sie sind uns auch benannt. Machla, Noah, Holgla, Milka und Tirza. Diese beschweren sich nun und sagen, nein, nein, so geht das nicht. Das ist nicht in Ordnung, wie es hier aufgeteilt wird. Und so kommt es da im Prinzip zu einer Beschwerde. Und interessant ist aber, wie Mose darauf reagiert. Man hätte ja nun bei so einer Sache auch einfach sagen können, wir haben es doch festgelegt oder mit Argumenten. Man hätte sich mit den Stammesfürsten und anderen Leuten nochmal beraten können und so weiter. Aber was tut Mose? Er sucht Rat bei Gott. Er bringt diese Sache vor Gott. Er will sich ausrichten bei Gott. Er will wissen, Gott, was sind deine Gedanken? Er wusste offenbar nicht ganz, was und wie soll ich jetzt entscheiden? Und so will er sich orientieren an dem Willen Gottes. Ich möchte das auch in unser Leben legen. Ja, es kann alles gut und richtig sein. Und auf einmal, von einem zum anderen Moment, stehen wir vor Entscheidungen. Kommen Beschwerden, kommen Situationen, wo wir merken, Moment mal, ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, aber wo soll ich jetzt Rat finden? Das kann in der Familie so sein, das kann im Berufsleben so sein, das kann im alltäglichen Leben so sein, zu Hause bis in die Gemeinde hinein und so weiter. Wo also Rat finden? Nun, die Bibel zeigt uns, Gott möchte der sein, der uns Rat gibt. Im Neuen Testament heißt es, wem Weisheit mangelt, der soll sie von Gott erbitten. Und genau da ist der Punkt. Ich muss es erbeten. Ich muss es bei Gott letztendlich ins Gespräch bringen. Ohne das geht es offenbar nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nämlich uns immer wieder Zeit nehmen und vor allen Dingen uns ausrichten. Gott, ich brauche deinen Rat. In diesem demütigen Herzen, und diese Demut wird natürlich im Gebet dann sichtbar und deutlich, ich glaube, das ist ein wunderbarer Kanal, ein wunderbares Gefäß, was Gott gerne füllen möchte mit seiner Weisheit und Wahrheit, mit seiner Klarheit. Und wir alle wissen, wir haben nicht den Durchblick. Wir könnten Konzepte und Methoden und so weiter anwenden, wie es die Welt nun macht. Aber gerade das Reich Gottes wird doch oft ganz anders gebaut. Es folgt anderen Gesetzmäßigkeiten und so ist das Orientieren am Willen Gottes für unser Leben was ganz Entscheidendes. In Jesus Christus wird uns dieser Wille Gottes letztendlich offenbar. Durch ihn sehen wir klar, durch ihn können wir hinzutreten, durch ihn können wir auch dann, wenn wir sogar Fehler gemacht haben, Gott immer noch um Rat fragen, um Hilfe und um Klarheit. Dazu braucht es immer wieder ein demütiges Herz, denn das eine ist, dass wir die Bitte vor Gott bringen, das andere ist, dass wir dann auch hören und nicht immer das, was Gott dann sagt, mag uns auch gefallen, aber die Bibel zeigt uns, es ist letztendlich das, was Gott segnen möchte, wo er uns Leben und Hilfe zukommen lassen möchte. Gott segne euch. Wir sehen uns am Montag gerne wieder.